Ich war kein trauriges Hündchen. In meiner Ahnungslosigkeit als Tier war ich doch sehr glücklich, in dem festen Glauben, dass meine drei Menschenkinder die tollsten Menschen der Welt waren. So cool und so bewundernswert wie sie wollte ich auch sein. Anfangs folgte ich ihnen überall hin, ohne zu merken, dass sie mich zwar liebten, dann aber auch wieder belächelten. Ich konnte nervig sein. Wenn sie etwas taten, bei dem ich nur stören würde, versteckten sie sich vor mir. Sie hatten ein geheimes Zeichen untereinander. Achtung, Hündchen kommt, um auch mal eine Auszeit von mir haben zu können. Als mir klar wurde, dass meine Anwesenheit nicht immer erwünscht war, versuchte ich möglichst still und unbemerkbar zu sein. Meine große Stärke wurde das Zuschauen. Das Mädchen spielte Klavier und ich lauschte den Klängen stundenlang gebannt. Der jüngere Bruder spielte Computerspiele und ich war fasziniert von allem, was auf seinem Bildschirm geschah. Trotzdem wollte ich noch immer so sein wie sie und bemerkte, dass es unmöglich war. Ich konnte keine coolen Skateboard-Tricks wie die beiden Jungs, rannte ihnen aber unermüdlich hinterher, wenn sie auf der Straße skateten. Ich konnte kein Klavier spielen wie das Mädchen, jaulte aber mit, wenn es an dem großen Instrument saß und übte. Natürlich wurde ich nicht nur ignoriert. Genau genommen verbrachten die drei Kinder sehr viel Zeit mit mir. Es machte ihnen Spaß, mit mir zu spielen, sich auf mein Niveau herabzulassen und mir etwas Neues beizubringen. Ich war ihr Haustier und amüsierte sie. Sie machten sich nicht über mich lustig, aber sie konnten über mich lachen. Ich war mir meiner Unbeholfenheit kaum bewusst. Ich wusste nur, dass ich anders war. Doch ich war fest entschlossen, irgendwie aufzuholen, irgendwie auch so toll zu werden wie sie. Ich lernte ihre Sprache. Ich wollte ihre Comics verstehen und ihre Filme schauen. Wenn dem Mädchen eine neue Band gefiel, gefiel sie mir auch. Wenn einer der drei einen Cartoon schaute, der nichts für mich sei, versteckte ich mich zum Zusehen unter der Couch. Ihre Meinung war auch die meine, weil sie für mich die schlauesten Menschen waren und somit immer recht hatten. Dennoch waren sie nicht nur meine Helden, sie waren meine besten Freunde. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich wohl und oft genügte es mir, ihre Anwesenheit zu genießen. Hunde sind Rudeltiere, soziale Lebewesen, die nicht alleine sein wollen. Sie sind ihren Herrchen nicht treu, weil sie loyal sind, sondern weil sie keine andere Wahl haben. Sie sind selbstlos, weil sie die Anerkennung der Menschen brauchen. Trotzdem ließ man mich alleine. Ich dachte die ganze Zeit, die drei seien mein Rudel, wir gehörten zusammen. Aber dass auch Geschwister sich irgendwann trennen, von zu Hause ausziehen, erwachsen werden und den Familienhund zurücklassen, darüber hatte ich nie nachgedacht. Sie gingen, ich blieb. Wann immer sie zu Besuch kamen, war ich für eine kurze Zeit glücklich. Danach kam mir unser Haus wieder viel zu groß und leer vor. Ich gehörte doch zu ihnen, ich war doch ihr Hündchen. Wie konnten sie mich nur so im Stich lassen? Eines Tages, nachdem ich längst aufgehört hatte, mir diese Frage zu stellen, wurde mir klar, dass ich schon lange kein Hund mehr war. Ich war geworden wie sie, ein erwachsener, sozialer, aber niemandem treu ergebener Mensch. Ich hatte mein einstiges Ziel erreicht, doch es fühlte sich nicht so an. Ich bin nicht glücklicher als Mensch, nicht toll und nicht bewundernswert und schon gar nicht cool. Aber ich bin wach, ich bin unabhängig, ich bin frei.